Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch ein legales Einhandmesser vor, und zwar das Spyderco Bird Tern. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dranbleiben. Wie im Intro gerade schon gesagt, ein legales Einhandmesser. Ja, sowas gibt es. Und wieso ist dieses Einhandmesser legal? Ganz einfach, weil es keine feste Arretierung hat. Es ist ein sogenanntes Slip-Joint-Messer. Ja, für die Leute, die jetzt nicht wissen, was damit gemeint ist, man kann es hier nicht festmachen. Ja. So, es geht von alleine wieder zu. Ja. Und aus diesem Grund ist dieses Messer in Deutschland als Einhandmesser legal führbar. Dieses Modell von Spyderco ist meiner Meinung nach, sage ich mal, ein Einsteigermodell. Ja? Für all diejenigen, die sich jetzt nicht ganz sicher sind, ist dieses Messer oder diese Messermarke was für denjenigen, ja, dass man da erstmal so ein bisschen reinschnuppern kann. Es ist ein relativ günstiges Modell von Spyderco. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich hatte es schon sehr, sehr lange auf meiner Liste. Oder was heißt, es hat mir gefallen. Es gefällt mir richtig, richtig gut. Ja. Das Einzige ist, wenn ihr dieses Messer geliefert bekommt, Einhandmesser, aber ja, es ist, die Schrauben sind fest angezogen. Also das heißt, wenn ihr das wirklich so aufflippen wollt, dann müsst ihr die Schrauben ein bisschen lockerer machen. Ich werde es aber so lassen. Ich muss das jetzt nicht unbedingt mit einer Hand öffnen können. Ja. Für mich tut es das auch so. Was ich noch gut finde bei diesem Modell ist, man hat ja immer die Sorge, also mir geht es zumindest so, wenn man ein Slip-Joint-Messer mitführt und man benutzt es mal, dass es beim Benutzen zusammenklappt und man sich irgendwie schneidet. Spyderco hat dafür eine gute Lösung gefunden, und zwar, ihr seht es schon hier unten, auch ein Jimping, ja, dass man den Finger da reinlegen kann und somit das Risiko um ein Vielfaches minimiert. Ja, es ist nicht komplett ausgeschlossen, dass das gar nicht mehr passiert, aber es ist um einiges minimiert, dass das Messer beim Arbeiten zusammenklappt. Ihr drückt hier oben mit eurem Daumen auf den Jimping und habt hier unten nochmal für den Zeigefinger ein Jimping, ja, dass ihr das gut, unter Kontrolle habt. Ja. Ich habe es auch schon ausprobiert, ne, wenn man hier so gegendrückt, ne, es ist jetzt was anderes, als wenn man das so hält. Ne, ja. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gelöst. Hier habt ihr dann noch einen Taschenclip dran. Den kann man auch auf der anderen Seite befestigen, wenn man das möchte. Ich lasse ihn so dran, wie er ist. Ist für mich okay. Ich glaube, auf dieser Seite ist er auch für Linksträger ausgerichtet. Klappt schon so. Das Messer hat ein Gewicht von 48 Gramm. Ist sehr, sehr leicht. Ne? Mit dieser kompakten Größe, wenn ihr das an der Hosentasche tragt, nach ein paar Minuten merkt ihr das schon gar nicht mehr. Ihr vergesst, dass ihr das Messer dabei habt. Finde ich absolut super. Ja, besser als wenn man dann so einen fetten, klobigen, ne, schweres Messer in der Tasche hat. Ne. Finde ich absolut super, ne, weil ich hatte ja schon mal in dem Video erwähnt, ich trage die Messer immer per Clip an meiner Hosentasche. Ja, und da ist sowas Leichtes und Kompaktes einfach angenehmer und besser. Das Bird hat eine Gesamtlänge von 16,2 cm. Die Klingenlänge beträgt 7 cm und ist 2,5 mm dick. Ja. Die Griffe sind aus G10 gefertigt und der Stahl ist, da muss ich jetzt kurz ablesen, 8CR13 MOV. Ja, steht hier auch nochmal drauf. Out of the box kommt das Messer sehr, sehr scharf an. Finde ich sowieso immer sehr gut. Ne? Hatte ich ja auch schon mal in einem oder anderen Video erwähnt, dass es toll ist, wenn man da nicht nachschleifen muss. Bevor ich es vergesse, was ich eben noch sagen wollte, ist, wenn ihr das Messer aufgeklappt habt, ne, ich weiß nicht, ob das im Video jetzt so rüberkommt, es ist schon gut fest. Ja, es ist nicht total locker. Also ich muss da schon ein bisschen Druck ausüben, damit ich das auch zusammengeklappt kriege. Wollte ich halt noch erwähnen, bevor ich es nachher vergesse. So, kommen wir jetzt mal zu etwas negativeren Sachen, die mir persönlich jetzt nicht so gefallen, aber nicht so gravierend sind, dass ich sage, ich würde das Messer nicht behalten wollen. Ja. Zum einen, was mir nicht so gut gefällt, ist, auf diesem Messer ist nicht das Spyderco-Logo vorhanden. Finde ich sehr, sehr schade. Stattdessen steht hier China drauf. Ja, könnte man natürlich auch denken, dass das ein Klon ist, ein Fake ist, eine Fälschung und kein Original ist. Aber bei dem bin ich mir 100% sicher, dass das das originale Bird ist. Ja. Trotzdem finde ich das jetzt nicht so schön. Da hätte man lieber das Spyderco-Logo drauf machen sollen.
Aber ich habe auch gesehen, dass es bei anderen Modellen auch der Fall ist. Ja, dass dann da Made in China oder China draufsteht. Naja, muss nicht unbedingt sein, meiner Meinung nach. Ist zwar auch ein bisschen meckern auf hohem Niveau, aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir einen Spyderco kaufe, hätte ich natürlich auch schon gern das Logo da drauf. Habe ich beim Kauf jetzt nicht so drauf geachtet, muss ich ehrlich gestehen. War jetzt auch so ein bisschen eigene Dummheit. Eine andere Kleinigkeit, auf die ich nicht so geachtet habe, ist, das Modell hat leider kein Loch für ein Lanyard dran zu machen. Bei dem Modell, also bei diesem Messer, hätte ich echt gerne so ein kleines Lanyard dran gemacht, weil ich habe im Internet ein Lanyard-Bead gefunden, das aussieht wie die Spinne, wie das Logo von Spyderco. Wäre ganz cool gekommen, wenn man das dann so hätte dran machen können. Naja, ist auch wieder meckern auf hohem Niveau, habe ich auch nicht drauf geachtet, bin ich selber schuld. Aber wie ich gerade eben schon gesagt habe, ne, das ist alles nicht so gravierend, dass ich jetzt sagen würde, okay, das schicke ich jetzt wieder zurück. Weil im Großen und Ganzen bin ich von diesem Messer total angetan. Ja, ich finde es echt geil. Also es ist gestern angekommen und seitdem, ich lasse es irgendwie nicht mehr aus den Augen. Ich muss es auch die ganze Zeit immer irgendwie anfingern und angucken und habe schon 1000 Bilder damit gemacht. Also Spyderco hat es mir richtig, richtig angetan. Von mir bekommt dieses Messer eine absolute Kaufempfehlung. Ja. Wen das nicht so stört, dass da China draufsteht und das Logo nicht drauf ist, dass es kein Loch für Lanyard hat, der kann da auf jeden Fall zuschlagen. Ein richtig, richtig geiles, kleines, leichtes, sauscharfes EDC-Messer. Eine Sache kann ich euch felsenfest schon versichern, und zwar, das ist auf jeden Fall nicht mein letztes Spyderco gewesen. Ja. Wie ich schon sagte, ihr seht es mir wahrscheinlich auch an, ich muss die ganze Zeit grinsen, ich finde es einfach geil. Es ist einfach ein geiles Messer. Ja. Deswegen, also kauft es euch, ihr werdet es nicht bereuen. Wie immer füge ich euch den Link zum Produkt in die Videobeschreibung mit ein. Ja. Ihr kennt das Spiel, jetzt kommen noch ein paar Nahaufnahmen. Ich verabschiede mich schon mal an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.